zusammenrücken, denn im Bahnhof sind ganz viele Leute, die gar nicht rauskommen. Kommt ein bisschen näher, nur lauft nicht auf die Straße, denn dort fahren gleich die Traktoren los. Joyce, wie viele sind es in diesem Jahr, die gekommen sind? Landwirtinnen und Landwirte aus ganz Deutschland mit dem Schlepper durch die Eiseskälte hierher. Tja, also es sind so viel wie nie. Danke an euch alle. Ihr seid nämlich 160 Schlepper und Traktoren, die da drüben warten, zum Wirtschaftsministerium zu fahren. Herzlichen Dank an euch. Wir wollen die mal kennenlernen, oder? Ja, ich habe nämlich von Philipp Brändle, der die alle hier zusammenführt und koordiniert, auf dem Weg durch die Hauptstadt eine Liste bekommen. Die Göttinger sind seit der ersten Demo in jedem Jahr dabei gewesen. Die haben einen Schlepper mit, der fährt nur 30. So lange sind sie unterwegs gewesen, von Göttingen bis hier. Hallo, herzlich willkommen, Göttinger! Irgendwo da hinten muss neongelb sein. Die sind auch seit der ersten Demo dabei, diese neongelben Trecker aus Hameln und aus Hannover. Herzlich willkommen, Hameln und Hannover! Aus Hessen sind ganz viele hier, das ist echt weit bis Berlin. Das sind ganz viele Bauern, die Milch erzeugen für die Obländer Bauernmolkerei. Die gehört nämlich Bauern und da bleiben die Gewinne bei den Bauern und die gehen nicht in irgendwelche Betriebe und weg in die Welt. Also, die Obländer Bauernmolkerei ist auch dabei. Herzlich willkommen, Hesse! Brandenburg hat natürlich ganz viele Landwirte geschickt. Und zwar einen Mini-Trecker mit 14 PS und einen Riesenschlepper mit 300 PS. Ganz, ganz viele. Aus allen Teilen Brandenburgs sind sie gekommen. Herzlich willkommen, Brandenburg! Mecklenburg-Vorpommern ist auch dabei. Schon seit der ersten Demo sind sie alle da. Herzlich willkommen, liebe Bauern aus dem Norden. Herzlich willkommen, MacPom. Grenze. Einmal durch die ganze, durch den ganzen Osten. Wahnsinn. Herzlich willkommen, liebe Sachsen. Und jetzt kommt was Besonderes. Das sage ich, weil mir hier oben langsam kalt wird. Aus Schleswig-Holstein ist ein großes Team dabei und einer ist gekommen mit einem Trecker ohne eine feste Kabine. 10, 15 Stunden durch die Eiseskälte, um hier mit euch dabei zu sein. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du bist wieder warm. Trecker der Demo, der kommt von einem Biolandbetrieb, der Rosen herstellt und das ist ein Mini-Trecker, ihr werdet ihn sein, aus Frankfurt am Main. Hallo Frankfurt, hallo Mini-Trecker! Der Bund Deutscher Milchviehhalter, der so heftig gekämpft hat und so laut protestiert hat, um endlich faire Preise für die Milch zu bekommen, der hat ganz viele Landwirte aus Franken in Bayern hierher geschickt. Herzlich willkommen, Franken! Die Thüringer kommen treu seit der allerersten Demo. Thüringen, hallo, zum 8. Mal, herzlich willkommen. Und jetzt hört mal alle zu, was die Landwirte aus Sachsen-Anhalt erzählen. Die sind vor ein paar Jahren mal losgefahren, haben getankt, haben einen Kollegen gesehen, Landwirt an der Tankstelle. Der hat gesagt, wo wollt ihr denn hin? Wir fahren zur Demo. Innerhalb von 2 Minuten hat sich dieser Landwirt entschieden, ich fahre mit nach Berlin. Das ist auch meine Sache. Das ist toll. Wir fahren nach Berlin, Sachsen-Anhalt, willkommen! So, und jetzt kommen die Niedersachsen und das sind sowas von viele. Aus Pferden, aus Pferden an der Aller sind sie gekommen. Letztes Jahr hatten sie so viele Pannen, das hat sie nicht davon abgehalten, nochmal den langen Weg zu machen. Liebe Pferdener, herzlich willkommen in Berlin! Aus Uelzen, aus Lüneburg und aus dem Wendland sind ganz viele da, denn die sind sowas von Demo erfahren. Die haben so viel gegen Atomkraftwerke und Atomschrott und Atommüll gekämpft. Da nehmen die so eine Demo auch noch mit und all ihre Demo-Energie. Herzlich willkommen, halt Niedersachsen! Und jetzt begrüßen wir alle Milchbauern aus der Hochburg der Milchbauernproteste, die sich nicht scheuen, gerne mal auch die Kanzlerin auf einem Kasernengelände mit Schleppern einzukreisen, zu sagen, du musst jetzt handeln. Das sind die Milchbauern aus Ostfriesland, der Hochburg der Proteste. Moin, moin, Ostfriesland! Ich begrüße alle aus Nordrhein-Westfalen, meinem Heimatbundesland, aus Siegen, aus Köln, vom Niederrhein. Super lange vom Rhein hierher. Herzlich willkommen, NRW!
Landkreis, die allerweiteste Anfahrt hatte ein Landwirt aus Augsburg. Herzlich willkommen! Schlepper sind hier, um zu zeigen, dass es den Landwirten nicht gut geht mit dieser Politik, dass sie Geld brauchen für ihre Arbeit, weil die jeden Morgen im Stall stehen und das müssen wir ihnen bezahlen, wenn sie mehr leisten wollen für den Umweltschutz. Noch eine Bitte, die Schlepper fahren jetzt los in Berlin. Es ist hier super, super voll. Passt bitte alle auf, nehmt eure Kinder an die Hand, auch wenn die Schlepper noch so große, starke Motoren haben. Passt gut auf, dass hier nichts passiert. Das ist keine leichte Situation.